Wir testen heute die veganen Proteinshakes. Der schmeckt wie, wenn Mama Schokokuchen backt und ich die Schüssel auslecke. Cameras on, hier auf Dre Physik. Boah, der schmeckt richtig, aber gut. Richtig gut. Auf meinen ersten veganen Proteinshake. Echt, ist der erste? Ready? Ready. Okay. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Dre Physik. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich habe heute Josephine dabei, meine Tochter. Proud Dad. Wir testen heute die veganen Proteinshakes. Da sind wir mal beide drauf gespannt. Herzlichen Dank an die Firmen, die uns die Produkte zur Verfügung gestellt haben. Heute haben wir Josephine dabei, die jetzt mit Proteinshakes nicht so viel zu tun hat. Aber ich finde das gut, weil auch gerade in diesem veganen Bereich jeder ja mal was austestet. Und da ist Josephine jetzt so ganz neutral eingestellt, weil sie ja auch nicht die anderen Shakes mitgetestet hat. Nee. Also, das ist jetzt schon Part 3 unserer Proteinshake-Serie. Einmal haben wir Whey-Proteine mit Milchalternativen getestet. Schaut euch die an, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, aber natürlich erst nach diesem Video. Wir haben heute 8 Proteinshakes. Das ist schon eine ganze Menge. Besonders für vegan. Ja, und vor allen Dingen ist das dann unser Frühstück heute. Also ordentlich Proteine am Start. Vegane Produkte generell sind im Trend. Die veganen Proteinshakes, die sind ein bisschen neuer. Also es gab von früher welche. Das war schon ein sehr spezielles Produkt. Heute, da hat sich viel getan bei den veganen Proteinshakes. Man sagt denen immer voraus, dass die halt so grisselig sind oder mehlig. Aber da hat sich natürlich wissenschaftlich auch viel getan. Und vielleicht ist ja hier auch mal ein neuer Favorit dabei. Es gibt auch viele Geschmackssorten. Hier Hazelnut Cream, Banana Bread, Salted Caramel, Creamy Nougat. Also man versucht auch viel mit den Geschmackssorten natürlich zu punkten bei den veganen Proteinshakes. Für uns natürlich besonders wichtig ist der Proteingehalt. Wir können nicht auf alle Details gucken. Da könnt ihr natürlich in der Beschreibung nochmal nachlesen. Ich werde alle Nährwerte dort mit aufführen und werde die Produkte verlinken. Da könnt ihr natürlich nochmal im Detail dann auch schauen. Wir legen hier heute Wert auf den Proteingehalt. Wir schauen mal, wie das auch im Vergleich zu den normalen Whey-Proteinen ist, ob die da wirklich auch mithalten können. Bei den Inhaltsstoffen ist natürlich auch die Frage, wo beziehen die veganen Proteinshakes ihre Proteine her? So wie Sojaprotein, aus Erbsen wird Protein gewonnen. Dann gibt es Reisprotein, Hanfprotein und es gibt auch so aus Bohnen, gibt es auch verschiedene Sorten. Aber da gucken wir natürlich auch nochmal, welche Proteinvarianten da in den jeweiligen Produkten sind. Wir sind heute hier im Studio von den Küchenplanern. Da haben wir eine super Küche hier zur Verfügung gestellt und haben heute viel mehr Platz als in unserer kleinen Küche zu Hause. Deswegen können wir uns gleich ein bisschen ausbreiten. Schaut mal auf die Webseite von den Küchenplanern, da gibt es tolle Küchen, da findet ihr vielleicht eure Traumküche. Und du bist doch gerade umgezogen, ne? Ja. Brauchst du nicht eine Küche? Leider nicht. Noch nicht? Sonst würde ich die sehen. Direkt eingepackt. Wir kriegen bestimmt einen Rabatt von 5%. Am Ende von diesem Video gibt es ein Gewinnspiel. Da könnt ihr eins von diesen tollen Vegan Protein Shakes gewinnen. Wie ihr dabei seid, das erklären wir euch ganz am Ende von diesem Video. So, dann würde ich sagen, können wir loslegen. Let's go! Yeah! Wir haben hier 8 verschiedene vegane Proteinshakes von Maxi Nutrition, Vegan Protein Schoko, My Vegan, Vegan Protein Blend in Strawberry und Vanille. Von Vast haben wir das Chocolate Fudge und Salted Caramel, hören sich beide top an. No Way Creamy Nougat von XXL Nutrition, Vegan Protein in Vanille. Dimatize, das Plant Protein, Smooth Vanille. Body Attack Vegan Protein, auch Vanille. Body Lab haben wir 2, Banana Bread und Hazelnut Cream. Mal schauen, welches wir davon nehmen. Ja. Du entscheidest. Wir mixen die Vegan Proteins mit unserem Gewinner von unserem Test der Milchalternativen. Und das ist die
Flü oder Fly, das weiß ich bis heute noch nicht. Wie würdest du das nennen? Fly hört sich halt cooler an. Ja, genau. Also. Aber es heißt bestimmt nicht Fly. mit der Fly High Protein Milk. Das ist ja die Milch mit 5,1 Gramm Proteine schon. Und diese Proteine sind zum Beispiel aus Ackerbohnen und Erbsenprotein. Denke ich mal, auch eine gute Variante, um mit den Vegan Proteins natürlich zu mischen. Zum einen, da sie sowieso mit den Proteinshakes schon sehr gut zusammenpasste. Und jetzt beim Veganen müssen wir natürlich auch eine vegane Milch dazu nehmen. Gemixt wird das Ganze wieder in unserem Top-Standmixer von Royal. Also das ist für mich immer noch der Favorit. Wenn ihr einen richtig cremigen Shake wollt, dann ist dieser Mixer 1A. Must have. Wir haben den Mixer, auch das Flü und alle Produkte, wie gesagt, in der Beschreibung verlinkt. Ich würde sagen, wir fangen mit den Tütchen an, von klein nach groß, und dann mit den Dosen von klein nach groß. Das erste ist My Vegan Vegan Protein Blend. Yes. In Strawberry Vanilla. Wir haben uns für Strawberry entschieden. Ich bin mal gespannt, weil ich bin eigentlich nicht so der Strawberry-Fan. Dann müssen wir mal schauen, wie viele Proteine drin sind. Pro 100 Gramm 73 Gramm. 73 Gramm, das ist schon ganz okay. Also bei den normalen Whey-Proteinen sind wir schon immer so bei 80 und drüber gewesen. Das ist hauptsächlich woraus gewonnen? Erbsenprotein und Ackerbohnenprotein. Ah, okay. Also da sind auch die Ackerbohnen drin, wie in der Flügelmilch. Das muss ja super passen. Wenn das nicht passt, weiß ich auch nicht. Wie mixen wir das? Ist das hier drauf? Das muss irgendwo draufstehen. Ist alles immer wieder so klein geschrieben, ne? Ja, und irgendwie keine ganzen Buchstaben. Einen Dreiviertel Esslöffel mit 250 Milliliter Wasser oder Mandelmilch. Ein Dreiviertel, oder? Einen Dreiviertel Esslöffel, also Dreiviertel Esslöffel. Ist da kein Scoop drin? Oh doch, hier ist einer drin. Wir nehmen wieder ein bisschen Eis, damit das auch schön gekühlt ist. So. Auf zum ersten Shake. Wir haben immer so 30 Sekunden gemacht, aber man sieht jetzt auch schon, dass er sich so gut cremig gerührt hat. Riecht sehr nach Erdbeershake. Oh, sieht aber gut aus. Sieht so cremig aus. Ist schön cremig geworden. Okay, dann auf die Proteine. Auf meinen ersten veganen Proteinshake. Echt, ist der erste? Ja. Hast du noch nie einen probiert? Bin ich mal gespannt. Ja. Also der Geruch ist eigentlich so, die Erdbeere kommt ganz gut durch, ne? Schmeckt aber null nach Erdbeere. Ja, geschmacklich ist wieder... Schmeckt nach Erbsen. Es riecht mehr nach Erdbeere, als es danach schmeckt. Sei ja, ja. Das hat sich eigentlich ganz gut aufgelöst, ne? Nee, mehlig finde ich es jetzt nicht oder so. Also ich... Bisschen mehlig, ganz ja, wenig. Ja, aber es ist jetzt nicht unerträglich mehlig. Also ist schon mal ein guter Start, finde ich. Also wer Erdbeere mag, okay, mal gucken, wie es im Vergleich ausschaut. Dann kommen wir zum zweiten Shake, zweite Tüte. Body Attack Vegan Protein Duo Component. Hier steht ganz groß direkt drauf, Pea Protein, Erbse und Brown Rice Protein. Was ich auch gut finde, hier ist direkt vorne drauf 73% Protein, also genau gleich wie das andere gerade. Und die Aminosäuren sind hier auch, made in Germany. Also auf der Vorderseite ist schon mal alles ganz übersichtlich drauf. Das finde ich schon mal gut an der Verpackung. Wenn wir jetzt noch direkt sehen, wie es gemixt wird, hier, ja. Ja. 30 Gramm Powder, das sind 3 Esslöffel in 300 Milliliter. Das Aminosäureprofil ist auch nochmal im Detail hier hinten drauf. Ja, ist ja auch eine große Packung, da passt ja viel drauf. Vanille rieche ich da jetzt aber gar nicht. Nee, ich auch nicht. Wie riecht das? So. Neutral. Natur. Natur, ja, neutral. Hier kommt die pure Natur raus. Nicht was? Ein paar Klümpchen, nicht? Ja. Number two. Brauner Reis scheint nicht besser zu sein. Es schmeckt fast wie gemahlener brauner Reis. Sehr, sehr mehlig. Aber die Vanille könnte doch stärker rauskommen. Ja, das auch. Ich habe vergessen, dass es Vanillegeschmack ist. Aber ich finde, der geht auch schwer runter. Das war der zweite. Als nächstes haben wir das Max Vegan Schoko Protein von Maxi Nutrition. Schoko finde ich eigentlich ganz toll. Oh, hier sind Schokostückchen drin. Hier ist, glaube ich, kein Scoop drin. Hier ist ein Scoop abgebildet. 200 bis 300 Milliliter Flüssigkeit mit 30 Gramm Protein. Okay. 1, 2, 3,
muss eigentlich sagen, ich finde Dosen allgemein besser, weil die irgendwie sauberer sind. Ist ja auch kein Flugzeug. Okay. Nummer 3. Wenn das Jerome sehen würde, der Schokoladenfreak. Achso, wir haben noch gar nicht geguckt. Auch 73 Gramm. Also 73 Gramm ist so Durchschnitt. Standard, ne? Ja. Erbsenprotein und Mandelprotein. Okay, das ist das erste Mal, dass da Mandelprotein drin ist. Und stark entöltes Kakaopulver. Schauen wir mal, der hat gut gemixt. Der sieht gut aus. Auch flüssiger ist. Bisschen flüssiger sieht der aus. Der vorher, aber keine Klümpchen. Nummer 3 Schokolade von Maxi Nutrition. Jetzt kommt aber ein Schokogeruch zumindest schon mal raus. Schmeckt leider null nach Schokolade. Die das Chocolate-Wow-Erlebnis ist es nicht. Ich habe das Gefühl, die arbeiten mehr mit Geruchssinn. Vielleicht beim Mixen dieser Geschmack dann ein bisschen in dieses vegane Protein über und dann geht er leicht verloren. Und ich glaube, diese Schokostückchen, das war das entölte Kakaopulver, ja. Was einfach nur Geschmack, also die sollten nicht da bleiben. Ja, auch von so der Konsistenz gibt das mehr Schokomilch als Schokoshake. Ja. Ist zwar ein bisschen mehliger auch, aber trinken kann man so gut. Dann nehmen wir von Rocker Nutrition No Whey Vegan Protein Creamy Nougat. So ein bisschen trendy Produkt, ne? Also dieses No Whey. Ja, das ist ein. Ich würde das als Influencer-Produkt einstufen. Da steckt bestimmt ein Influencer hinter. Also es riecht sehr, sehr gut. Oh ja. Aber wir wissen ja, das heißt nichts. Nee, jetzt. Und hier ist ein Scoop drin. Ja, wir haben bei dem ersten Video, da war auch mal eine Packung ohne Scoop. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich ist es ja auch Plastik. Und man sollte es behalten, wiederverwenden. Nee, oder ich nehme einen Esslöffel. Wenn ich weiß, ein Esslöffel hat 10 Gramm, dann kann ich immer einen Esslöffel nehmen. Dann brauche ich den Scoop nicht. Also vielleicht ist es auch eine ökologische Denkweise. Besonders bei Veganern. Ja. Die vielleicht auch nochmal eher so denken für die Umwelt. Ja. Wie viel sollen da rein? 3 Scoops, aber in das sehen wir, Papa. Papa? Schneide ich raus. Wie viel Eiweiß hat das denn überhaupt? Das hat 63 Gramm. 63, das ist natürlich jetzt viel weniger als die davor. Pflanzenproteinmischung aus Mandeleiweiß und Erbseninsulat und Soja-Eiweiß. Okay, das ist also nicht soja-free. Es gibt ja auch viele, die kein Soja vertragen. 5 Proteinquellen. Mhm. Okay, ist also eine Mischung, was vielleicht von der Wertigkeit ganz gut sein kann. Mhm. Kann Spuren von Gluten, Ei und Milch enthalten. Das heißt, es ist ja eigentlich nicht hundertprozentig vegan, oder? Nicht sicher. Also es ist hundertprozentig vegan mit dem, was drin ist, aber wenn es das enthalten kann, ist ja die Gefahr, dass es nicht hundertprozentig vegan ist, da. Hm. Gibt zu denken. Okay. Ja, aber ich glaube, das ist für die breitere Masse. Ich meine, man muss ja auch Abstriche machen, ne? Entweder Geschmack oder 100% Protein, ja. Wie man es reinkriegen kann. Aber wir wollen Protein. Ich will Geschmack. Jetzt schauen wir mal, ob sich das vom Hocker reißt hier. Ja, ich habe ein bisschen dick. Bisschen. Das sieht genauso aus wie eben. Der vorher, ne? Ja. Ja. Der schmeckt doch sehr viel besser als der davor. Also der ist auf jeden Fall vom Geschmack jetzt mal schon bisher das Beste. Ja. Und hat sich auch gut aufgelöst. Also wer nicht so ganz auf die Proteine achtet und mehr Geschmack will. Ich finde, das ist ein gutes Einsteigerprodukt, wenn man sich langsam an den Geschmack von Proteinshakes gewöhnen möchte. Ja, der 5. Dann machen wir hier weiter. Das ist XXL Nutrition. Der Becher ist aber nicht XXL. Nee, der Becher ist ziemlich klein, ne? Die sind 500 Gramm, 300 Gramm. 300 Gramm ist natürlich schon mal, also wenn du das regelmäßig nehmen willst, dann ist der Topf natürlich in der Woche weg. Das stimmt, aber wie gesagt, ich würde es eher als Einsteigerprodukt sehen und der Einsteiger nimmt das vielleicht noch nicht so regelmäßig wie jetzt du. Ja. Der nimmt das vielleicht zweimal die Woche und dementsprechend hält es dann ja auch länger. Was wir jetzt auch nicht so in Betracht ziehen, sind natürlich die Preise. Ich denke mal, da gibt es auch ein bisschen Unterschiede. Am besten tue ich das auch mit in die Beschreibung. Ja. Ne? Da lege ich mal 1 Kilo Preis mit rein, dann könnt ihr da auch mal von den Preisen euch ein bisschen schlau machen. Zurück zur XXL Nutrition Vegan Protein Vanille, 78 Gramm. Das ist bisher der mit dem höchsten Wert. Erbsenproteinisolat und Verdickungsmittel. Natürliches Vanillearoma. Und als Süßstoff ist Stevia, ist ja auch eine natürliche Süßstoff. Ja. Also ein Messlöffel auf unsere Menge, 250. Ein bisschen Eis. So, alles gut.
Nummer 5. Das sieht aus wie ein Teig. Boah, der ist ja richtig stickflüssig geworden. Wie heißt das? Da muss der Mixer zum ersten Mal richtig arbeiten. Shake is ready. Boah, guck mal. Boah. Der sieht gut aus. Der sieht aus wie cremig geworden. Shake, ein Proteinshake vorstelle. Boah. Wow. Vanillegeruch. Nicht ganz so stark. Nee. Der hat schon so ein bisschen Pudding-Vibe im Vergleich zu den anderen. Da ist keine Mehligkeit mehr oder das ist ja wahrscheinlich dieses Verdickungsmittel, was sie drin haben, dass das dann richtig einmal dicker wird. Okay, das ist mein Favorite, glaube ich, bis jetzt, Vanille. Ja, der macht richtig satt, glaube ich auch. Ja, vielleicht braucht man deswegen nur so einen kleinen Topf. Ja. Next one. Ich würde sagen, wir schießen direkt einen anderen Vanille-Shake hinterher, um den direkten Vergleich zu haben. Dimetize. Ja, die waren auch schon mal dabei. Ah, okay. Von Dimetize, der Complete Plant Protein Shake mit 4 Proteinquellen. Einmal Erbsenprotein, Reisprotein, Pumpkin Seed Protein, also von Kürbiskernprotein und Chickpea Protein, Kichererbsenprotein. So in Bildchen finde ich das auch sehr gut. 69 Gramm Protein auf 100 Gramm. 69? Ja. Okay, ist nicht ganz so hoch. Ich hätte jetzt höher erwartet, aber auch vielleicht wieder durch den Mix. BCAA ist 4,9, da hatten wir eben 4,2 bei dem anderen. Immer wenn sich der Ton von dem Mixer ändert, das heißt, dass der ziemlich dickflüssig wird. Echt? Ja. Das habe ich ja. Pulver. Du hast überall Pulver. Pudern brauchst du dich heute nicht mehr. Aber so dickflüssig wirkt er gar nicht. Sehr aufgeschäumt, ne? Das kommt zum Wohl. Also, boah, der riecht gut, nach gut, Vanille. Ne? Das ist der erste, der nach Vanille riecht. Also ist so ein bisschen Richtung Pudding, ne? Aber im Geschmack wieder weniger dann. Ja, man erwartet zu viel, wenn man das riecht und sonst. Aber der hat sich auch gut aufgelöst. Also ist so eine andere Vanille. Den kann ich mir gut vorstellen, wenn du den in so Pfannkuchen, Waffeln, sowas mit reinmixt. Kann man auf jeden Fall sehr gut trinken. Ne? Ja. So, die nächste hier auf meiner Seite haben wir von Bodylab Vegan Protein. Einmal Hazelnut Cream und einmal Banana Bread. Das hört sich aber sehr gut an. Bist du Haselnuss-Fan? Nee, nicht wirklich. Also Banana Bread. Banana Bread. Okay. Eiweiß 78 Gramm. Da sind wir wieder im oberen Bereich. Ne? Ackerbohnenprotein mit 44%. Erbsenprotein 42% und auch hier Kürbiskernprotein. Also 3 Komponenten. 30 Gramm in 300 ml. Genau das gleiche. 1 Gramm ist aber wenig, ne? Finde ich auch. Also machen wir jetzt eingehäuft. Gar nicht gerochen. Die Banane rieche ich. Ja. Das Brot rieche ich nicht. Aber vielleicht ist es ideal, um ins Bananenbrot reinzumachen. Das stimmt. Ne, das wäre dann. Ist mir so gedacht auch. Nachdem noch 2? Nee, noch eine. Achso. So, ja, wieder schön schaumig. Schaumig, aber wieder nicht so dickflüssig, ne? So, der vorletzte, dann bist du durch. Riecht stark nach Banane. Boah, der schmeckt richtig gut. Eigentlich mag ich auch nicht so gerne Banane. Ich bin auch nicht unbedingt. Also im Shake Bananen-Fan bin ich gar nicht. Oder wie gesagt, da stelle ich mir das richtig gut vor auch. Im Bananenbrot. Ja, in einem Kuchen oder auch im Pancake. Weil dann ist er gleichzeitig schon gesüßt und bringt ein bisschen Geschmack mit. Ja. Und du hast noch mehr Proteine drin. Ja. Ja, sehr lecker, finde ich. Und wenn du auch begeistert bist davon, als Non-Protein-Shake-Trinker. Ja. Hat mich jetzt positiv überrascht. Okay, Bodylab, Banana Bread. Muss man sich mal merken. Die am wenigsten appealing Verpackung hatte bisher Silvester. Und ich habe die letzte Mal so gelobt, weil auch ein Tragegriff dran ist und so. Ein Tragegriff? Ja. Wow. Last but not least. Yeah. Ich bin aber auch schon jetzt ganz schwach. Also mein Frühstück habe ich durch. Jetzt kommt extra. Bast. This is for the pros. Oh. Okay. Ja, die Dose sieht aber auch pro aus in schwarz. Die Dose finde ich aber sexy. Chocolate Fudge, Pea Protein and Fava Bean. Ich weiß leider nicht, was Fava Bean ist. Fava Bean ist eine besondere Bohne. Das andere wäre
Salted Caramel. Hört sich auch. Finde ich aber das hier besser. Aber wir müssen Chocolate Fudge probieren. 74,3 Gramm Protein. Und das ist wieder so ein Riesenscoop. Boah, ja, das ist viel. Boah, das riecht aber auch gut. Also das sieht ja auch aus wie Kakao, ne? Ja. Was? Chocolate Fudge. Letzte paar Gläser, das heißt, das ist der letzte. Na komm, mittlerweile magst du die doch alle. Der riecht richtig erstmal nach Schokolade. Der schmeckt auch so. Der schmeckt wie, wenn Mama Schokokuchen backt und ich die Schüssel auslecke. Mit dem Teig. Boah, Jerome, this is yours. Ja, safe, auf jeden Fall. Schokolade isst du gerne? Ja, klar. Also so, der so ist Brownie sehr, sehr gut geschmacklich. Der ist sehr, sehr gut geschmacklich. Ja. Wenn man backen will mit Protein drin, ja. Schokokuchen oder sowas. Du bist ja voll begeistert von dem. Ja. Der ist noch besser als dieser Banana Bread. Perfekt, dann haben wir jetzt alle durch. Ich würde jetzt sagen, mach doch mal so deine Top 3. 1, 2, 3. Meine Top 3? Ja. Yeah. Da ich ja zu dem Protein-Shake-Anfänger gehöre, wäre dieser hier auf jeden Fall in den Top 3 drin. Das ist aber nicht meine Nummer 1. Das wäre meine Nummer 3. Obwohl ich auch eigentlich kein Banana Bread-Fan bin, weil ich ich war echt positiv überrascht vom Geschmack und von der Konsistenz. Also, es war nicht mehlig, es hat wirklich gut danach geschmeckt. Mhm. Deswegen wäre das meine Nummer 2. Und natürlich ist meine Nummer 1 der Chocolate Fudge von Bast. Okay. Der war wirklich, wirklich, wirklich gut. Jetzt mache ich mal meine Reihenfolge. Die drei, die ich jetzt so empfehlen könnte, auf jeden Fall der XXL Nutrition, weil die Konsistenz war einfach top und von dem Proteinwert 78 Gramm, das war der höchste. Dann würde ich auch mit Chocolate Fudge sehr gut fahren, wobei ich jetzt nicht der Chocolate-Typ bin und wirklich das dann ganz selten trinken würde. Ja, okay, ich würde gerne mal den Salted Caramel dann probieren. Ja, die Nummer 3 würde ich dann den Banana Bread nehmen. Vom Geschmack her top. Eiweiß weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau. Ach, der hatte auch 78, siehst du, ja. Dann habe ich ja den richtigen ausgewählt. 78, sorry. Also gibt's zwei, die 78 haben. Das ist natürlich für mich, für jemanden, der auf die Proteine guckt, besonders wichtig. Vegane Proteinpulver. Ist auf jeden Fall eine schöne Alternative, wenn man jetzt sagt, man möchte weniger Milchprodukte zu sich nehmen. Auch genau. Einfach. Man muss ja jetzt nicht 100% Veganer oder Vegetarier oder sowas sein, um so ein Produkt zu benutzen. Ich finde es auch gut, wenn man einfach sagt, ich möchte jetzt gar nicht so viel Milch trinken. Vielleicht ist ja auch von der Verdauung nochmal so ein Faktor, dass der ein oder andere auch vegan besser verdauen kann als die Milchprodukte. Und wer jetzt zum Beispiel gar keine Laktose verträgt, dann ist natürlich auch eine Top-Alternative. Ja, genau, für laktoseintolerante Menschen auch. Ja. So, jetzt übernehme ich hier. Du übernimmst den YouTube-Kanal J-Physik. Ja, demnächst habt ihr YouTube-Kanal J-Physik. Ich denke, dass du das hier so einblendest. Ja, mach ich. Ja, danke, dass ihr das Video angeschaut habt und wir hoffen natürlich wieder, dass ihr viel Infos und viel Empfehlungen von uns übernehmen konntet. Das ist, wie gesagt, immer auch nur eine Auswahl. Es gibt zig Produkte am Markt, aber wir wollen einfach mal so einen ersten Einblick geben, so wie auch in den anderen beiden Videos schon davor. Wie gesagt, schaut euch die auch an, die sind sehr interessant. Nächste Woche haben wir auch was sehr Interessantes. Da testen wir nämlich auch ein trendiges Proteinprodukt. Das ist Clearway. Hast du schon mal gehört? Nein. Okay. Clearway ist ganz groß im Kommen. Jede Brand, jede Firma haut jetzt seinen Clearway raus. Und da sind auch crazy Geschmackssorten dabei. Es ist alles fruchtig, weil das auf Wasserbasis ist. Das ist das Spannende an dem Ganzen. Wenn ihr noch Empfehlungen habt oder auch ein Feedback zu den Produkten oder ihr ein anderes Produkt kennt, schreibt in die Kommentare, gebt uns Ideen, was wir testen können, alles einfach reinschreiben. Und was ihr auf jeden Fall machen müsst, ist beim Gewinnspiel teilnehmen. Da könnt ihr nämlich eins von diesen veganen Proteinshakes gewinnen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist einfach zwei Emojis in die Kommentare setzen. Und Josephine, welche zwei sollen das sein? Ein Emoji, der mit Schokolade zu tun hat und ein Emoji, der was mit
eurer Lieblingsgeschmacksrichtung zu tun hat. Oh, das ist eine gute Idee. Also, ein Schokoladen-Emoji, ein Lieblings-Emoji mit dem Lieblingsgeschmack. Dann seid ihr dabei beim Gewinnspiel und in der nächsten Woche verkünden wir dann auch, wer das gewonnen hat. Ja. Und auf Instagram natürlich bei Dre3003. Ihr müsst die Glocke anschalten und den Daumen immer hoch machen, subscribe, dann verpasst ihr kein Video, kein Proteintest, nächste Woche Clearway Test. Also schaltet wieder ein bei Dre Physik, nächste Woche Clearway. Tschüss. 90 Minuten geschafft? Nein. Wie viel? 100? 2 Stunden. Nee, wir waren kurz nach 10 erst hier. Das waren 90 Minuten. Ja, okay. Das übertreibt mich immer.